Ihr habt kaum Eisen, doch ihr benötigt welches und habt keine Lust zu minen, dann empfehle ich euch diese simple und effektive Eisenfarm. Somit willkommen zu diesem Tutorial, in dem ich euch erkläre, wie ihr mit wenigen Materialien ganz simpel eine Eisenfarm baut. Zunächst gehen wir einmal durch, welche Materialien für diese simple Eisenfarm benötigt werden. Zum einen benötigen wir Glasblöcke, des Weiteren zwei Half-Slabs eurer Wahl, eine Trapdoor, 6 Teppiche, 5 Betten, ein paar Schienen, ein Minecart, ein Pisten, ein Redstone-Block, 2 Laternen, ein Stack Blöcke eurer Wahl, ein paar Mauern eurer Wahl, 3 Schilder, 4 Trichter und 6 Truhen. Des Weiteren benötigen wir noch einen Wassereimer sowie einen Lavaeimer und in meinem Inventar habe ich zudem noch Hilfsblöcke, in dem Falle Erdeblöcke, als auch noch weitere Schienen und ein Minecart, denn wir benötigen jeweils noch einen Zombie sowie auch insgesamt 5 Villager, um die Farm dann schlussendlich in Betrieb nehmen zu können. Im ersten Schritt bauen wir uns in etwa 10 Blöcke nach oben, damit die Eisengolems später nicht außerhalb der Farm spawnen. Nachdem ihr euch die 10 Blöcke nach oben gebaut habt, fangt ihr an, eine 6x6 große Fläche zu bauen. Anschließend zieht ihr den Rand hoch, der eine Höhe von 3 Blöcken beträgt. Am Ende sollte für den Innenraum eine 4x4 Fläche übrig geblieben sein. In diesem Innenraum sollen nachher die 5 Villager untergebracht werden. Dazu platzieren wir jetzt in diesem Raum 5 Betten. Denn Hintergrund ist jener, Betten werden benötigt, damit ein Dorf anerkannt werden kann. Und ein Eisengolem kann nur deshalb spawnen in einem anerkannten Dorf, da dort mindestens 5 Betten sowie auch 5 Villager vorhanden sind, die dann auch schlafen gehen. Die Blöcke, mit denen ihr euch gerade zu Beginn hochgebaut habt, könnt ihr abbauen. Die waren nur provisorisch. Ich habe mir jetzt dafür provisorisch neben diesem Glaskasten eine Erdtreppe hochgebaut. Das nächste, was wir unternehmen, ist, dass wir die Eisengolem-Spawnfläche vorbereiten. Dazu baut ihr über dem Glaskasten genau in derselben Größe wieder eine 6x6 Fläche. Als nächstes benötigen wir die Mauern und diese platzieren wir jetzt an den Rand drumherum. Und nun könnt ihr euch eine Ecke dieser Fläche aussuchen. Dort bauen wir hier diesen Block ab und setzen einen Trichter hin. Bei mir guckt der Trichter jetzt in die Richtung. Das bedeutet, dass ich jetzt auch hier vorne direkt die Item-Sammelstation baue, in dem dann das gedroppte Eisen gesammelt werden soll. Wir setzen hier vorne neben die Fläche die erste Doppeltruhe hin. Dann platzieren wir hier in die Doppeltruhe reinzeigend mit Shift gedrückt halten noch einen Trichter hin. Platzieren links versetzt darunter noch eine weitere Doppeltruhe und verbinden hier wieder die Doppeltruhe auch mit einem weiteren Trichter, der auch wieder rein zeigt. Und nochmal eins weiter unten versetzt, platziere ich eine weitere Doppeltruhe, auch wieder mit einem Trichter. Einfach nur zur Sicherheit, damit auf den weiteren Blöcken, auf denen jetzt kein Bett steht, auch nichts spawnen kann, platziere ich hier jetzt noch Teppiche und leuchte diesen Raum nochmal zusätzlich mit 2 Laternen aus. Und wenn ihr dann jetzt schon eine Mauer am Rand habt, die ein Block hoch ist, setzen wir nochmal 2 weitere ebenen Mauern oben drauf. Über dem Trichter platziert ihr auf der zweiten Ebene der Mauer ein Schild, dann ein Block schräg daneben noch ein Schild hin und hier auf diese Seite noch ein drittes Schild hin. Denn jetzt möchte ich hier in der Mitte zwischen den 3 Schildern einen Lavaeimer platzieren. Die Schilder sorgen dafür, dass die Lava nicht hinwegfließen kann und genau gegenüber an der anderen Ecke der Spawnfläche platzieren wir noch einen Wassereimer. Am Ende soll es dann so sein, dass durch die Villager und durch das anerkannte Dorf hier ein Eisengolem spawnen soll. Der soll dann durch das Wasser Richtung Trichter befördert werden und ein Eisengolem ist insgesamt 3 Blöcke groß, weswegen er dann mit seinem Kopf in der Lava stehen wird und dadurch dann Schaden erleiden wird. Die Items droppen dann unten an seinen Füßen, somit kann das dann hier von dem Trichter aufgesammelt werden und dann in der Truhe gesammelt werden. Als nächstes treffen wir dann alle Vorkehrungen dafür, dass wir dann hier in dem Raum, wo sich auch die Villager befinden, noch einen Zombie einsperren, der den Villagern Angst machen soll, damit zusätzlich noch mehr Eisengolems spawnen können. Dazu gehen wir jetzt auf die Seite des Raumes, an dem sich keine Betten befinden und bauen hier 2 Glasblöcke ab. Hier bauen wir uns ein paar Hilfsblöcke hin und jetzt benötigen wir die Trapdoor. Die Trapdoor bauen wir von außen auf diesen Block und klappen die nach oben und unter diesem Glasblock platzieren wir eine Half-Slab. Um den Zombie gleich einfangen zu können, erweitere ich hier einmal meine provisorischen Blöcke zu einer Fläche und setze dann hier drauf Schienen hin. Hier locken wir gleich, wenn es Nacht wird, einen Zombie hoch in einen Minecart und dann sperren wir den hier in diese kleine Kammer ein. Ganz wichtig ist auch noch, damit der Zombie natürlich nicht despawnt, wenn ihr euch zu weit von der Eisenfarm wegbewegt, ist, dass der Zombie noch ein Nametag benötigt. Das heißt, dass dieser umbenannt werden muss. So kann der Zombie nämlich nicht mehr despawnen. Dazu geht ihr einmal in einen Amboss, benennt ein Namensschild, welches ihr übrigens beim Dorfbewohner ertraden könnt oder auch angeln könnt, sowie auch in diversen Truhen finden könnt, oben. Das kostet euch dann einen Erfahrungspunkt. Und nun ist es tatsächlich auch schon soweit. Wir haben die Nacht erreicht und können nun einen Zombie unlocken. Ich habe jetzt hier vorne einen Zombie gefunden. Der wird mich jetzt hochverfolgen.
Wie ihr seht, ist es mir gelungen, einen Zombie in Gefangenschaft zu nehmen. Jetzt könnt ihr ihn noch mit dem Nametag einen Rechtsklick umbenennen. Das war jetzt der schwierigste Part für die Eisenfarm. Nachdem ihr das dann erledigt habt, könnt ihr dann auch schon wieder die Nacht überspringen. Und nun könnt ihr hier von außen einen Glasblock platzieren. Und wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, hier unten geht das tatsächlich aufgrund des Minecarts nicht. Und dafür benötigen wir jetzt den Piston. Den platzieren wir hier hinten hin. Davor dann den Glasblock und schieben den Glasblock hier rein und bauen die ganze Konstruktion wieder ab. Und so ist der Zombie jetzt sicher in der Eisenfarm gefangen. Als nächstes sind jetzt noch die 5 Villager dran, die wir jetzt auch noch in den Glaskasten reinbekommen müssen. Dafür nutze ich jetzt Schienen, die ich hier hoch platziere und dann werde ich jeden Villager einzeln mit einem Minecart bis hierher transportieren. Das nächste Dorf, in dem Villager leben, ist bei mir nicht weit entfernt. Das befindet sich direkt dort hinten und in meiner Welt habe ich das jetzt so gemacht, dass ich hier ein Custom House erbaut habe, in dem dann Villager immer wieder vermehrt werden und hier kann ich mir jetzt ein paar Villager, 5 Stück, rausnehmen.
Wenn ihr es dann geschafft habt, alle 5 Villager oben in den Glaskasten zu transportieren, kann es natürlich währenddessen passiert sein, dass ein Eisengolem dort gespawnt ist, wo er natürlich nicht soll, weil ihr in der Zwischenzeit provisorisch solide Blöcke platziert habt, um die Villager dort reinzubekommen. Dann solltet ihr diesen Eisengolem nicht einfach willkürlich angreifen, sondern damit dieser Eisengolem, der dort fehl am Platz ist und hier leider das weitere Spawning von weiteren Eisengolems verhindert, verschwindet, nehmt ihr am besten einen Lava-Eimer und platziert ihn direkt hier unter dem Eisengolem, denn dann greift euch der Eisengolem nicht an, aber ihr kriegt ihn trotzdem beseitigt. Einer Stunde AFK stehen, ist nun bereits sehr, sehr viel Eisen zusammengekommen. Insgesamt fast 5 Stacks und das entspricht nahezu 300 Eisen. Und nun gibt es von mir nochmal 2 weitere Hinweise, die bei dieser Eisenfarm sehr wichtig sind. Zum einen, damit so viele Eisengolems spawnen können, ist es wichtig, dass der Zombie natürlich immer im Blickkontakt zu den Dorfbewohnern ist und andersherum. Zum anderen ist es so, damit die Farm auch effizient wird, müssen die Dorfbewohner einmal im Bett geschlafen haben und das alle 20 Minuten. So läuft die Farm auch so effektiv und es kommt auch so viel Eisen zusammen. Bedingung, damit Eisengolems spawnen können, sind, wenn Gefahr durch einen Zombie vorherrscht, dass mindestens 3 Betten und 3 Villager vorhanden sein müssen. Und ohne Zombies müssen mindestens 5 Villager und 5 Betten für einen Eisengolem vorhanden sein. Das soll es jetzt zu diesem Tutorial über die Eisenfarm gewesen sein. Ich hoffe, dass das Tutorial für euch hilfreich war. Und wenn noch Fragen sind, schreibt diese gerne in die Kommentare. Und dann sage ich Marcy out.